Volle Hütte bei der Viertelfinalpremiere für den TC Blau-Weiß. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte schafft das bis dato noch ungeschlagene Team den Einzug in die Runde der letzten acht im Kampf um die deutsche Hallenhockeymeisterschaft. Gegner vor einer Rekordkulisse von 1800 Zuschauern in der Sömmeringhalle in Berlin-Charlottenburg ist der Club von der Alster aus Hamburg. Und damit rein in die Partie. Die Gastgeber in den weißen Trikots erwischen in einer packenden Partie den besseren Start und kommen durch Dösch und Rickens zu ersten Gelegenheiten. Und dann der erste Aufreger nach 5 Minuten. Adrian Lehmann-Richter trifft das erste Mal ins Gehäuse der Gäste. Sein Treffer wird ihm jedoch aufgrund eines Kontaktes mit dem Fuß wieder aberkannt. Die Gäste aus Hamburg finden aber auch immer besser ins Spiel und kommen folgerichtig zu aussichtsreichen Chancen. Der erste reguläre Treffer lässt aber bis zur 22. Minute auf sich warten. Feines Anspiel von Reimann und Niklas Bruns findet die Lücke in der blau-weißen Hintermannschaft und schießt zum 0:1 aus Sicht der Berliner ein. Angestachelt, ob dem Rückstand, findet das Team der 1899er nun immer besser ins Spiel. Nach einer Ecke scheitert Testrud noch am gut aufgelegten Gästetorwart Reus. In der 27. Minute ist es dann aber soweit. Nach geschicktem Zuspiel von Donnermeier bringt Lehmann-Richter den Ball aus zentraler Position erneut im Gästekasten unter. Und diesmal zählt der Treffer. Heißt aber auch, jetzt ist richtig Pfeffer in der Partie. Die Klubberer von der Alster haben kaum wieder angestoßen. Da gelingt Prinz nach einem schnellen Gegenstoß postwendend der Führungstreffer. Sein Schuss aus Spitzenwinkel versetzt die knapp 1800 Zuschauer in der Sömmeringhalle in eine zeitweilige Ekstase. Und zwar zu Recht. In einem intensiven Spiel stehen nun die Gäste aus Hamburg unter Zugzwang. Linnekogel und große Scheitern am überragenden Matthias Rätscher. Die anschließende Strafecke kann Kapitän Frösche jedoch kurz vor der Pause dann zum 2:2 Ausgleich nutzen. Und mit diesem Spielstand geht es für beide Teams erstmal in die Kabine zum Durchschnaufen. Halbzeit 2 und den besseren Start in dieser entscheidenden zweiten Halbzeit erwischen die Blau-Weißen und erzielen folgerichtig 3 Minuten nach Wiederanpfiff die erneute Führung durch Paul Rickens. Die Gäste von der Alster drücken aber auf den Ausgleich, doch die blau-weiße Defensive um Keeper Rätscher steht gewohnt gut. Es dauert bis zur 40. Spielminute, ehe der Ball den Weg erneut in die Maschen der Gastgeber findet. Nach schnellem Doppelpass mit Wolbers erzielt Patrick Schmidt mit einem präzisen Abschluss den verdienten Ausgleich 3:3. In der Folge erhöhen die Gastgeber noch einmal den Druck, attackieren die Gäste aus Hamburg bereits weit in der gegnerischen Hälfte. Und doch ist es am Ende Linnekogel, dem 4 Minuten später aus dem Gedränge heraus der 4:3 Führungstreffer aus Sicht der Gäste gelingt. Auch nach dem Rückstand und mit nunmehr 6 Feldspielern zeigt der TC Blau-Weiß den unbändigen Willen, hier noch einmal zurückkommen zu wollen. Einzig das letzte Quäntchen Glück bleibt dem TC am heutigen Tag leider verwehrt. Ich glaube, wir haben uns ziemlich gut vorbereitet in der letzten Woche. Aber am Ende haben die letzten 5% vielleicht gefehlt. Die letzten Chancen, die klaren Torschüsse. Das eine oder andere Glück vielleicht auch beim gegnerischen Torschuss. Aber nun gut, war ziemlich knapp eigentlich. Ich glaube, es waren Kleinigkeiten heute. Ich glaube, dass es ein sehr ausgeglichenes Spiel war. Wir haben defensiv sehr gut gestanden, so wie wir es uns vorgenommen haben. Der 8-fache deutsche Meister aus der Hansestadt setzt sich in einem offenen Schlagabtausch am Ende mit 4:3 gegen die Heimmannschaft aus Berlin durch. Ein kampfintensives, packendes und vor allem niveauvolles Drama der Extraklasse. Für das MWB Final Four in Mülheim an der Ruhr qualifiziert sich somit der Club an der Alster. Wir wussten, es wird hart. Die haben uns unglaublich, unglaublich gekämpft, unglaublich gefightet. Knapp bis zur letzten Sekunde, aber wir freuen uns, unglaublich erleichtert. Ich möchte mich ganz herzlich bei allen Fans, allen Organisatoren, allen ehrenamtlichen Helfern bedanken. Für solche Spiele ist man beim Hockey dabei, das zeigt, was für Spirit im Club steckt, was für ein tolles Event es war und davon werden die Jungs einen Lebtag erzählen. Ich heb ab! Die Party mit den Fans nach dem Spiel haben sich trotzdem beide Mannschaften mit bester Werbung für den Hockeysport aber mehr als verdient.